Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 vom Laptop Lifestyle. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Konzept der Vocation und wieso dieses Konzept auch für Teams tauglich ist. Los geht's! Was bedeutet eigentlich dieses Konzept Vocation? Grundsätzlich geht es darum, seine Arbeit, die man normalerweise hier in Deutschland macht, auch an einem anderen Ort machen zu können. Und das mit dem ganzen Team. Und das Besondere dabei ist, dass man seinen Fokus dabei ganz speziell auf ein Projekt legen kann. Dadurch schafft man sich eine viel produktivere Atmosphäre. Und als Anreiz hat man immer dabei, dass, ja, wenn man eine Pause macht oder wenn man Feierabend hat, dann ist man im Urlaub, weil man ja direkt an einem anderen Ort, zum Beispiel in Lissabon, zum Beispiel auf Gran Canaria arbeitet. Das Konzept ist also teamtauglich, es fördert neben einer produktiven Atmosphäre auch die Teambuilding-Maßnahmen und ja, schweißt das Team einfach also richtig zusammen. Noch viel mehr, als es überhaupt ein normales Team-Event könnte. Und dadurch, dass das Konzept eben auch für Teams angewandt wird, haben sich Coworking Spaces und Co-Living Spaces darauf spezialisiert und unterstützen auch, dass sich dass ganze Teams eben ja, betreut werden, untergebracht werden und auch einen guten Arbeitsplatz bekommen. In der Box unten verlinke ich mal ein paar Co-Living und Coworking Spaces, die ich schon kenne, wo ich auch schon war und die sich eben auf dieses Konzept spezialisiert haben und Unternehmen dabei unterstützen, dass sie ihre Vocation auch an einem anderen Ort abhalten können. Mein kompletter Laptop-Lifestyle, was ich jetzt gerade mache, ist quasi auch eine Art Vocation, nur dass ich genau nicht mit meinem ganzen Team unterwegs bin, sondern dass ich eher alleine bin und andere Coworker unterwegs dann treffe. Wenn du mehr zum Thema Vocation erfahren willst, dann verlinke ich dir unten drunter auch mal einen Blogbeitrag, den ich zu diesem Thema geschrieben habe. Und genau, kannst du dir gerne einmal durchlesen. Bei Fragen kannst du natürlich auch in die Kommentare unten schreiben. Und genau, lass gerne ein Abo da, wenn dich der ganze Kanal hier interessiert. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.